Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 161 Flora und Fauna der magischen Welt, zweiter Teil. Am nächsten Tag hatte Hermine ihr Versprechen eingehalten und war in Severus' Labor erschienen, um den Wolfsbandtrank für Remus zu brauen. Er vermied es, sie anzusehen. Sie hingegen war mit ihren Gedanken rund um den folgenschweren Trank, den er vor etwa 20 Jahren eingenommen haben musste, so sehr beschäftigt, dass sie ihren Mund nicht aufbekam. »Warum heute so still?« hörte sie ihn unerwartet fragen, denn sie hatte vermutet, er würde die Ruhe begrüßen. Sie wandte sich um, rührte jedoch mit einer Hand weiter. »Sonst beschweren Sie sich doch immer darüber, dass ich so viel rede. Und jetzt?« »Ich habe mich nie beschwert, sondern Sie lediglich darauf aufmerksam gemacht«, erwiderte er mit ruhiger Stimme, während er einige Fiolen nacheinander öffnete, daran roch und sich Notizen machte, was sie ein wenig verwunderte. »Was machen Sie da?« wollte sie, neugierig wie sie war, natürlich wissen. Einer seiner Mundwinkel zog sich leicht nach oben, bevor er erklärte. »Ich prüfe die ersten Arbeiten der Schüler, denen Draco noch vor Ferienbeginn Nachhilfe gegeben hat.« Sie musste lächeln. »Ich finde es gut, dass er das macht.« Aufgrund ihrer einfachen Bekundung fragte er. »Haben Sie ihn dazu angeregt?« »Oh nein, mit diesen Federn kann sich Harry schmücken.« »Slytherin wird trotzdem keine Chance haben, den Hauspokal zu erringen.« Er fügte nicht hinzu, dass Slytherin durch seinen Punktabzug an Halloween auf dem letzten Platz gelandet war und Hermine, die das natürlich wusste, sprach es ebenfalls nicht an. »Am Montag kommender Woche beginnt wieder die Schule«, warf er scheinbar zusammenhangslos in den Raum. Stutzend versicherte sie. »Das weiß ich doch, Severus.« »Ich dachte, ich sage es Ihnen lieber, damit Sie es auch nicht vergessen, denn Sie scheinen ja momentan andere Dinge im Kopf zu haben.« Es hatte sehr nach einem Vorwurf geklungen, doch Hermine behielt die Ruhe und versprach. »Keine Sorge, ich werde am Montag pünktlich um 14 Uhr hier sein. Was werden wir denn zusammen machen?« »Haben Sie einen Wunsch?« Diese Großzügigkeit hat ihr fast die Sprache verschlagen, aber nur fast. »Naja, da Sie Lacus Aeterna wohl weder mit mir brauen noch mit mir in der Theorie durchgehen würden.« Sie hatte ihre Augen starr auf den Kessel gerichtet, denn sie wollte seinem durchdringenden Blick prophylaktisch ausweichen. »Wir könnten uns schützende Hände vornehmen und dort...« »Wählen Sie etwas«, unterbrach er herrisch, »dass ich auch in dem Bericht über Ihre Arbeit fürs Ministerium erwähnen kann.« »Wir könnten irgendwas mit dem Basiliskengift machen oder an dem Gegenmittel für Pansy arbeiten«, schlug sie vor. »Diese Arbeit habe ich mit meinen Berechnungen bereits ans Mungus abgegeben.« Aufgrund ihres fragenden Blickes hielt er mit einer Erklärung nicht zurück. »Ich war so frei, ohne ihr Zutun die Mischung für das Gegenmittel zu berechnen. Die hoffentlich fähigen Meister im Mungus werden den Trank brauen können, sofern sie bestimmte Aspekte in Erfahrung gebracht haben, wie zum Beispiel das Gewicht und die Größe der Patientin.« Gerade wollte sie etwas sagen, da ergriff er erneut das Wort. »Und natürlich habe ich eine geringe Menge des Basilistengifts ans Mungus abgetreten, denn ich muss annehmen, dass es dem Krankenhaus an dieser Zutat mangelt.« Beschämt auf das Gebräu in ihrem Kessel schauend, sagte sie entschuldigend. »Tut mir leid, dass ich das vernachlässigt habe, Severus.« »Ohne ihr Köpfchen«, begann er ungewohnt heiter, »würde man immer noch nichts vom schlafenden Bruder wissen. Merken Sie sich eigentlich alles, sofern Sie in einem Buch mal darüber gestoßen sind?« Sie lächelte
während sie dem Trank ein wenig Wolfswurz beimischte. Ich will nicht von mir behaupten, ein fotografisches Gedächtnis zu haben. Ich habe einfach nur ein sehr gutes Erinnerungsvermögen, was Ron manchmal gar nicht gefallen hat. Er summte zustimmend, während er an einer der Fiolen der Schüler roch, die den Trank unter Dracos Aufsicht gebraut hatten. »Warum haben Sie eigentlich damals keine Nachhilfe für Ihre Mitschüler angeboten?« wollte er wissen. »Ich weiß nicht.« Sie hob und senkte einmal die Schultern. »Ich glaube, ich war nicht sehr beliebt. Außerdem liegt mir das Unterrichten nicht besonders.« »Nicht? Dann würden Sie eine Stelle als Lehrerin ausschlagen, sollte man Ihnen eine unterbreiten?« Sie war sich nicht ganz klar, auf was er hinaus wollte, doch sie war froh, dass sie normal miteinander reden konnten, auch wenn er ganz genau wusste, mit was sie sich momentan in ihrer Freizeit beschäftigte. »Nein, als Lehrerin wäre ich viel zu ungeduldig. Mir macht es keinen Spaß, mein Wissen an andere weiterzugeben.« Sie lachte auf. »Es war manchmal schon anstrengend genug, mit Ron und Harry zusammenzulernen.« Wegen der Erinnerung an die eigene Schulzeit seufzte sie einmal wonnig. »Ich möchte mich jetzt viel lieber mit dem auseinandersetzen, das mir noch unbekannt ist.« »Was streben Sie an?« Erneut blickte sie über die Schulter und bemerkte, dass er sie ansah. Eine ähnliche Frage hatte Albus ihr an Neujahr gestellt. »Ich...« Sie schürzte die Lippen. »Ich denke, die Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen wäre etwas für mich.« »Im Mungos?« Er klang erbost. »Warum nicht?« »Weshalb, wenn ich fragen darf, machen Sie bei mir Ihren Meister in Zaubertränken, wenn Sie danach im Mungos anfangen möchten?« Er war definitiv erbost und klang zudem verständnislos. Er spottete. »Genauso dämlich wäre es, wenn Fred und George Weasley einen Laden eröffnen würden, um nur noch Feuerwerkskörper und Scherzartikeln von anderen Herstellern anzubieten.« »Ich bin nicht dämlich«, zeterte sie aufgebracht. »Nein, sind Sie nicht, denn noch arbeiten Sie ja nicht im Mungos.« Er hatte den Namen des Krankenhauses mit angewidertem Unterton ausgesprochen. Die jetzt auftretenden Zweifel in ihr würden nicht mehr so schnell zu vertreiben sein. Wenn nicht nur Albus, sondern auch noch Severus wenig begeistert von ihren beruflichen Vorstellungen war, dann blieb ihr nichts anderes übrig, als ihre Entscheidung noch einmal gründlich zu überdenken. »Eben, ich arbeite dort noch nicht. Also gibt es keinen Grund, mich so anzufahren.« »Im Mungos«, murmelte er fassungslos, und sie rollte mit den Augen. »Was soll ich denn sonst tun?« »Sie könnten der Körperschaft der Zaubertränkemeister in Genf beitreten und sich dort einen Namen machen«, schlug er ernst vor. »Ich möchte aber nicht nach Genf ziehen.« »Herrgott, wer spricht denn davon, dass Sie dort, wo Sie arbeiten, auch leben müssen?« »Was machen Sie so? Und wer sind die?« Es war ihr etwas peinlich, dass sie von dieser Körperschaft zwar schon gehört hatte, aber über deren Aufgabengebiet nicht sehr informiert war. »Wer die sind?« wiederholte Severus, bevor er plötzlich aufstand und in sein Büro ging. Durch die offenstehende Tür hindurch konnte sie sehen, dass er etwas aus der Schublade seines Schreibtischs nahm, bevor er zurückkam und sich neben sie stellte. »Das sind die«, er legte einige Papiere auf den Tisch, »bei denen Sie in 2 Monaten Ihren Farbtrank vorstellen werden.« Vor Schreck ließ Hermine den großen Löffel los, der mit einem metallischen Geräusch am Rande des Kessels entlang scheuerte. »Rühren Sie weiter«, wies er nebenher klingend an. »In 2 Monaten?« wiederholte sie aufgebracht. »Ja, in 2 Monaten tagt die Körperschaft in Schottland und Sie werden dort erscheinen.« »Werde ich? Ja?« Sie machte keinen Hehl daraus, dass es ihr missfiel, von ihm vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. »Der Trank ist überhaupt noch nicht fertig.« Er hatte seine Stirn in Falten gelegt und es schien ihr, als wäre ihr etwas Wichtiges entgangen. »Sie haben tatsächlich keine Ahnung, was die Aufgaben dieses Vereins sind, oder?«
Ein Vorwurf hätte anders geklungen, weswegen sie zaghaft den Kopf schüttelte. Nun, die Zaubertränkemeister aus aller Welt teilen den anderen Mitgliedern ihre Forschungsergebnisse mit. Demzufolge muss ihr Trank nicht zwingend fertig sein. Ist ein Thema faszinierend genug oder deckt es sich mit den eigenen Interessen eines anwesenden Meisters, dann werden sich vereinzelt Menschen finden, die sie unterstützen möchten. Inwiefern unterstützen? Sollte jemand von ihrem Farbtrank angetan sein, wird derjenige an sie herantreten und um die Erlaubnis bitten, mit ihrer Idee arbeiten zu dürfen. Natürlich wird es einen Vertrag geben, der es ihnen sichern wird, über alle Resultate der anderen Meister regelmäßig in Kenntnis gesetzt zu werden. Die Rechte an dem Trank werden weiterhin bei ihnen liegen. Dafür haben sie ja das Patent beim Ministerium angemeldet, erklärte er besonnen. An das Patent hatte Severus gedacht, rief sie sich ins Gedächtnis zurück, bevor sie die von ihm genannten Informationen überdachte und knapp nachfragte. Geteilte Forschung? Er nickte. Allerdings muss der Trank das Interesse der anderen wecken. Sie haben bisher einige Ergebnisse gesammelt, die womöglich, besonders in Bezug auf die wenigen Muggel, bei denen der Trank unerwartet Resultate hervorgebracht hat, schockieren könnten. Ich bin jedoch der Ansicht, dass sich unter den Forschern nicht nur welche befinden, die ihnen daher von vornherein mit Ablehnung gegenübertreten werden, sondern auch einige, die von ihrer Idee, dass Muggel Magie innehaben könnten, sehr angetan wären. Und wenn es niemanden geben sollte, der sich für meinen Trank interessiert? Fragte sie unsicher. Dann werden sie ihre Forschung weiterhin allein in die Hand nehmen, so wie Mr. Warple und ich es handhaben. Warum interessiert sich niemand für ihren Bluttrank? Wollte sie wissen. Er seufzte. Ich denke schon, dass Interesse vorhanden wäre. Aber wie Sie ja wissen, ist meine Forschung nicht ganz legal. Sollte ich mit diesem unvollendeten Trank an die Öffentlichkeit gehen, könnte ich auch gleich meine Koffer für Azkaban packen. Ich verstehe das nicht, Severus. Warum ist die Forschung an einem Trank, der den Blutdurst von Vampiren im Zaum halten kann, überhaupt verboten? Weil man nicht mit Blut von Menschen herum experimentiert. Das ist ein Tabu. Einzig, für den Blutzauber darf man es ungestraft verwenden, aber nicht, um einen Trank für Kreaturen zu erschaffen, die von der Gesellschaft allgemein verachtet werden. Und wie war das mit dem Wolfsbahntrank? Sie deutete auf den Kessel vor sich. Diese Menschen werden gesellschaftlich auch verachtet. Er zog beide Augenbrauen in die Höhe. Das war eine interessante Angelegenheit, von der ich leider nur aus entsprechenden Fachzeitschriften erfahren habe. Damokles Belby konnte sich nur an die Öffentlichkeit wagen, weil er wusste, dass ein Vorstandsmitglied der Körperschaft einen Werwolf in der Familie hatte. Wie vorgesehen, hatte dieses Vorstandsmitglied öffentlich sein Interesse an dem Wolfbahntrank bekundet und somit andere Tränkemeister mit seiner positiven Meinung beeinflusst. Und außerdem stellt Blut keine Zutat im Wolfsbahntrank dar. Er seufzte. Es ist auf einer Seite bedauerlich, dass keines der angesehenen Mitglieder ein Vampir im näheren Umfeld kennt, denn sonst hätte auch ich längst diesen Schritt gewagt. Severus blieb neben ihr stehen, während sie den Wolfsbann-Trank weiter zubereitete. Nicht nur Zweifel wegen ihrer späteren Berufswahl hatten sich in ihr gefestigt, sondern diesmal auch Zweifel bezüglich ihres Trankes. »Ich weiß ja nicht einmal genau«, begann sie wenig selbstsicher, »was die Magiefarben wirklich bedeuten.« »Das werden hoffentlich andere Meister für sie herausfinden.« Etwas befangen auf den Kessel starrend, gab sie zu. Wenn jemand bei der Präsentation fragen sollte, wofür der Trank gut sein würde, ich hätte darauf keine Antwort, Severus. Sachte den Kopf schüttelnd, sagte er. Das müssen Sie auch nicht. Sie können Theorien aufstellen wie die, die Sie bereits genannt hatten. Er bemerkte, dass sie nicht zu wissen schien, auf was er anspielte, weswegen er deutlicher wurde. Squibs. Sie könnten die Theorie aufstellen, dass die Magie mancher als Squibs abgestempelten Hexen und Zauberer nur blockiert sein könnte. Diese Theorie wird man nicht sofort verlachen, denn immerhin sind sie eine Heilerin, die Bestnoten aus dem Mungos aufweisen kann. Da wäre nur noch eine Sache, Hermine.
die da wäre? Sie sollten Ihren Meister beim Ministerium absolvieren, bevor Sie sich der Körperschaft der Tränkemeister stellen. Aber... Kein Aber. Wie sieht es denn aus, wenn ein Lehrling... Er verzog das Gesicht. ...den Meistern etwas vormachen möchte? Sie schnaufte verbittert. Werde ich Ihnen noch lästig, ja? Das hätte ich mir denken können, dass Sie mich nicht aus purer Nettigkeit bei der Körperschaft für eine Präsentation angemeldet haben. Wütend warf sie die letzte Zutat in den Kessel und rührte grober als notwendig. Sie sehen das falsch, Hermine. Oh nein, ich denke, ich sehe das genau richtig. Sie können es nicht ertragen, dass ich an Ihrem kleinen Problem weiterarbeite und es mir durch Ihre Tänkereien nicht vermiesen lasse. Das ist es, oder? Erstaunlich gelassen schlug er vor. Nach absolvierter Prüfung Ihrerseits können wir weiterhin zusammen forschen. Es würde sich nichts ändern, bis auf die Tatsache, dass der Ausbildungsvertrag zwischen uns nicht mehr existiert. Ja, sicher. Und alles, was ich darauf habe, ist Ihr Wort, nicht wahr? Schon etwas grantiger rechtfertigte sich Severus, indem er sagte: Mein Wort ist mehr wert, als Sie es je vermuten würden. Ich habe einmal mein Wort gegeben, ein Kind mit meinem Leben zu schützen und... Dracos Rochtsreizrede fiel ihr ein, weswegen sie ihn entrüstet unterbrach. Das war verdammt nochmal ein unbrechbarer Schwur gewesen. Natürlich haben Sie dieses Versprechen einhalten müssen. Zornig zischte er durch zusammengepresste Zähne. Ich habe nicht dieses Kind gemeint. Die Unterlagen, mit denen die Körperschaft der Zaubertränkemeister die Präsentation von Hermines Farbtrank schriftlich bestätigt hatte, fegte er missgelaunt vom Tisch, bevor er sich wieder an seinen Platz begab, um mit seiner Arbeit fortzufahren. Wissen Sie, begann sie gereizt, warum ich in letzter Zeit so leicht aus der Haut fahre? Sie wartete auf keine Antwort, sondern fügte gleich die Erklärung hinzu. Weil es äußerst frustrierend ist, bei Ihnen ständig auf Granit zu beißen. Gelassen, sagte er. Warum sind Sie dann so erpicht darauf, weiter mit mir zusammenzuarbeiten? Das Feuer unter dem Kessel ausmachend, riss sie sich zusammen, bevor sie sich zu ihm umdrehte und zeterte. Warum können Sie nicht einfach mit ein paar Tatsachen herausrücken? Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Weil ich es nicht mit ansehen kann, wie Sie Ihre Zeit verschwenden. Ich habe damit längst aufgehört und mich meinem Schicksal ergeben. Und da kommen Sie und glauben, alles besser zu wissen. Ich habe nie behauptet oder geglaubt, dass ich alles besser weiß. Sonst würde ich ja wohl nicht ständig versuchen, irgendwas, wenn auch nur eine winzige Kleinigkeit, aus Ihnen herauszubekommen. Sie hatte sich in Rage geredet und atmete einmal tief durch, um sich zu beruhigen, bevor sie weniger ernst fragte: Wie schaffen Sie es nur immer, mich zur Weißglut zu bringen? Eine Augenbraue hebend und sie anblickend, schützte er kurz die Lippen und antwortete einen Augenblick später: Vielleicht bin ich darin ein Naturtalent? So wie Sie ein Naturtalent sind im... Er hob eine Hand und legte Daumen und Finger zusammen, bevor er mit schnellen Bewegungen einen schnatternden Entenschnabel imitierte. Die Zähne zusammenbeißend und die Fäuste ballend, sagte sie lieber nichts. Auf einer Seite wusste sie nicht, ob sie über seine Geste lachen sollte, denn so etwas hatte er noch nie getan. Es war witzig, auch wenn sie im Moment diejenige darstellte, die von ihm verspottet wurde. Sie entschied sich dazu, aufzulachen, bevor sie noch immer lächelnd ihm an den Kopf warf. Sie sind unverbesserlich, nicht wahr? Und Sie sind wieder in Redelaune, wie ich bemerken muss, spöttelte er besänftigt. Machte jemand an der Tür zum Labor, und als Hermine und Severus nachschauten, bemerkten sie einen verlegen wirkenden Remus an der Tür stehen. Der Trank ist fertig, sprudelte es aus ihr heraus, um gar nicht erst in Versuchung zu kommen, nachzufragen, wie viel er von der kleinen Auseinandersetzung zwischen ihr und Severus mitbekommen hatte. Oh gut, sagte Remus, der das Labor betrat und sich durchaus darüber im Klaren war, von Severus skeptisch beäugt zu werden.
Nachdem Hermine noch einen Tropfen Vanillearoma hinzugefügt und umgerührt hatte, füllte sie den Trank in einen Kelch, damit Remus ihn zu sich nehmen konnte. Nachdem er ihr den leeren Kelch überreicht hatte und sich die Lippen wegen des angenehmen Geschmacks leckte, fragte Remus: Können wir uns heute vielleicht mal treffen? Ja, sicher. Geht es um die Recherche? Noch immer spürte Remus, dass Severus ihn beobachtete, und ein Blick in die Richtung des Zaubertränkemeisters bestätigte ihm seinen Verdacht. Ja, ich bin bis auf zwei Dinge fertig. Gut, Harry meinte, er hätte gestern schon alles erledigt. Es war Remus ein Rätsel, wie sie vor Severus so offen darüber sprechen konnte. Vor wenigen Minuten erst, das hatte er deutlich durch die Tür vernommen, hatten sie sich in den Haaren gelegen. Er hatte hören können, wie sie Severus vorgeworfen hatte, all ihre Versuche, etwas von ihm in Erfahrung zu bringen, zu ihrem Unmut mit Leichtigkeit zu vereiteln. Ihre Stimme riss Remus aus seinen Gedanken, bevor sie beleidigt klingend sagte: Severus will, dass ich innerhalb der nächsten 2 Monate meinen Meister mache. Ach ja? Er wagte einen Blick zu Severus hinüber, der offensichtlich darauf wartete, dass Hermine noch etwas anfügte, und das tat sie auch. Ich denke, er hat die Nase voll von mir. Remus wollte gerade verneinen, da nahm Severus ihm die Arbeit ab und versicherte ihr, wenn auch diesmal deutlich genervt, jedoch nicht verärgert: Wie ich Ihnen schon gesagt habe, Hermine, wird es lächerlich wirken, wenn Sie als mein Lehrling vor den ganzen alteingesessenen Meistern mit einem Trank aufwarten, der durchaus Potenzial dazu hat, für großen Aufruhr zu sorgen. Man würde sie verlachen und ihnen vorwerfen, keine Ahnung von dem zu haben, von dem sie sprechen. Und das meinen Sie auch wirklich so? Fragte sie in misstrauischem Tonfall. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Ach nein. Sie haben mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass mein Wort Ihnen nichts... Sie unterbrach ein wenig bockig klingend. Das habe ich gar nicht. Wenn Sie Ihr Wort darauf geben, dann vertraue ich Ihnen. Auf einmal? Sie warf ihm ein überlegenes Lächeln zu, welches er mit gerümpfter Nase und einem schlappen Kopfschütteln kommentierte, was immer noch besser war, als ihr seine Hände um den Hals zu legen. Nicht fest, nur als Drohgebärde. Denn manchmal konnten Unterhaltungen mit ihr ihn in gewisser Weise überbeanspruchen, und im Moment hatte sie seinen Geduldsfaden bereits sehr strapaziert. Was hast du herausgefunden? Fragte Hermine den verlegen wirkenden Remus. Ich. Die Sorge darüber, dass er bei Severus wieder einmal oder noch mehr in Ungnade fallen könnte, sollte er in dieser Belange so unverblümt vor ihm reden, ließ seine Antwort auf dem Weg hinauf irgendwo zwischen Kehle und Zunge in nichts auflösen. Lupin hat etwas über den Thymus entdeckt, nicht wahr? Antwortete Severus an seiner Statt. Nicht ganz folgen könnend, sagte Hermine lediglich: Aha. Bevor sie Remus ansah und fragte: Wollen wir uns heute mit Harry zusammensetzen? Als wäre es ihr jetzt eben erst aufgefallen, fügte sie noch hinzu: Wann gehst du eigentlich wieder zu Rosmerta? Stichelnd sagte Severus: Wohl erst wieder, wenn man ihn in die 3 Besen einlädt, denn so ganz ohne Einkommen wird er sich dort keine Mahlzeit leisten können. Blinzelnd verarbeitete Hermine diese Information. Es war ihr ein Rätsel, wie ihr das entgangen sein konnte. Du arbeitest nicht mehr bei Rosmerta? Fragte sie verdutzt. Nein. An dieser einzigen Silbe war Remus' Stimme gebrochen. Aber warum nur? Hermine verstand die Welt nicht mehr. Sie hat ihre Gründe und ich kann ihr nicht böse sein. Man hat sie mit der Schließung des Dorfes in das Weihnachtsgeschäft gebracht und sie kann mich nicht mehr bezahlen, weil es vorher schon knapp bei ihr ausgesehen hatte. Erklärte Remus traurig, denn die Stelle als Koch war nach dem Job als Lehrer für Verteidigung die zweitbeste gewesen. Doch andererseits wusste er, dass Rosmerta ihm aus reinem Mitgefühl diese Stelle angeboten hatte. Mit einem Male verstand sie. Das meintest du neulich damit, dass du ja jetzt Zeit hättest. Remus, wenn ich das gewusst hätte... Was hättest du dann gemacht?
fragte er milde lächelnd, ohne eine Antwort zu erwarten. Hermine hätte kaum etwas ausrichten können, wie schon die Jahre zuvor, in denen er auf die Hilfe von aufgeschlossenen Menschen angewiesen war, die sich nichts aus seinem Fluch machten. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.